Von Norden führt die Tschechow-Brücke über die Moldau in die Prager Altstadt. Wo einst Stalin thronte, steht heute ein Metronom, Symbol für die Vergänglichkeit der Zeit. Im Nordosten der Altstadt steht das Mitte des 13. Jahrhunderts von König Wenzel I. und seiner Schwester Agnes gegründete Kloster. Das Doppelkloster für Klarissen und Minoriten ist das bedeutendste frühgotische Bauwerk der Stadt. Agnes, die erste Äbtissin, wurde wie ihr Bruder Wenzel heilig gesprochen. Ihr Porträt erscheint versteckt in einem Säulenkapitell. Der nördliche Teil der Altstadt, die Josefsstadt, war das jüdische Ghetto. Um die Jahrhundertwende entstanden hier prächtige Jugendstilbauten. In dem Viertel ist noch eine Reihe von Synagogen erhalten. Die Alt-Neu-Synagoge ist eines der ältesten gotischen Denkmäler Böhmens. Die Klausen-Synagoge war die größte und zweitwichtigste der Stadt. An die Zeremonienhalle der Beerdigungsbruderschaft grenzt der alte Friedhof. Genutzt wurde er von 1439 bis 1787. Auf der anderen Seite des Friedhofs steht die Pinkas-Synagoge. In der Nähe stehen das Kunstgewerbemuseum und das Rudolfinum, ein Konzerthaus. Beide wurden von dem Architekten Josef Schulz entworfen, der auch das bekannte Nationalmuseum am Wenzelsplatz entwarf. Die Pariser Straße ist die Hauptachse der Josefsstadt. Es ist ein baumbestandener Luxusboulevard, in dem alles vertreten ist, was Rang und Namen hat. Sie endet am Altstädter Ring mit der Nikolauskirche. Sie wurde von 1732 bis 1737 nach Plänen von Kilian Dinzenhofer erbaut. Die Fresken wurden von Cosmas Damian Asam geschaffen. Das Kinski-Palais, ebenfalls von Kilian Dinzenhofer, beherbergt heute die Nationalgalerie. Die schmale Gasse daneben führt zum Eingang der Teinkirche. Erbaut wurde sie unter Mitwirkung von Peter Parler. Die Innenausstattung ist weitgehend barock. Bekanntestes Werk ist die Madonna von Thein, die um 1420 entstand. Etwas versteckt der Grabstein von Tycho Brahe, dem dänischen Hofastronomen von Kaiser Rudolf II. Aus dem Jahr 1601. Hinter der Kirche kommt man zum Theinhof oder Ungeld. Der Name Thein bedeutet Zaun. Es war ein im 11. Jahrhundert entstandener, eingezäunter kaufmännischer Hof, der zum Schutz der Kaufleute und ihrer Ware diente. Die gotische Jakobskirche wurde im 18. Jahrhundert barockisiert. Es war eine der Königskirchen, so war 1577 Kaiser Maximilian II. Hier kurz beigesetzt. Der Platz der Republik ist die Schnittstelle zwischen der Altstadt und den östlichen Stadtvierteln um den Bahnhof. Es schließt sich das sogenannte Gemeindehaus an, ein Konzert-, Ausstellungs- und Veranstaltungsbau, der zwischen 1906 und 12 anstelle der ehemaligen Königsresidenz errichtet wurde, von der nur der Übergang zum Pulverturm erhalten blieb. Vom Balkon wurde 1918 die Tschechoslowakische Republik proklamiert. Restaurants und Veranstaltungssäle verteilen sich auf über 4200 Quadratmeter. Im ersten Stock befindet sich der Smetana-Saal, ein Konzertsaal für 1200 Zuschauer.
Die Orgel auf der Bühne wurde vom badischen Orgelbauer Voith gebaut und 1997 vom Württemberger Orgelbauer Fleugels restauriert. Um den Saal herum gibt es eine Reihe von Salons. Die Konditorei war den Damen vorbehalten. Die Wandmalereien im Kriegersaal symbolisieren die Entfaltung des Lebens von der Geburt bis zum Tod. An der Decke das Triptychon Leben, Poesie, Tod. Monumentale Wandmalereien über Heldensagen schmücken den Palazzi-Saal. Am bedeutendsten ist der Primatorsaal des Oberbürgermeisters, der zum Balkon hinausführt. Er wurde vollständig von Alfons Mucha ausgestaltet. Der nächste Saal ist dem Politiker und Journalisten Franz Rieger gewidmet, der die Unabhängigkeitsbewegung unterstützte. Neben dem Gemeindehaus steht der Pulverturm, der 1475 ein altes Stadttor ersetzte und Teil der Befestigung des benachbarten Königshofs war. Nach der Verlegung des Regierungssitzes in den Hradschin wurde er als Pulvermagazin genutzt. Von hier führt die Zeltnergasse zum Altstädter Ring. Sie war der erste Teil des Königswegs vom alten Königshof zum Hradschin. Vom Pulverturm nach Südwesten führt die Fußgängerzone am Graben, früher eine Ringstraße an der Grenze von der Altstadt zur Neustadt. Nach 500 Metern zweigt links der Wenzelsplatz ab. Mit dem Nationalmuseum im Hintergrund ist er der zweite zentrale Platz außerhalb der Altstadt. Zweigt man auf halbem Weg links ab, kommt man zum Heinrichsturm. Der freistehende Glockenturm wurde 1475 anstelle des früheren Kirchhofs erbaut. Direkt daneben steht die Pfarrkirche des heiligen Heinrich und der heiligen Kunigunde. Hier wurde 1875 der Dichter Rainer Maria Rilke getauft. Gleich um die Ecke steht die Jerusalem-Synagoge, die jüngste und zugleich größte Synagoge der Stadt. Errichtet wurde sie in einer Mischung aus maurischem und Jugendstil und damit in dieser Form einmalig. Vom Wenzelsplatz in die andere Richtung führt die Wassergasse nach Südwesten. Es ist eine belebte Geschäftsstraße. Die Straße mündet in den Karlsplatz, einen langgestreckten Park. An seinem nördlichen Ende steht das Neustädter Rathaus, das nach der rechtlichen Trennung der Neustadt von der Altstadt ab 1377 erbaut wurde. Nach dem Zusammenschluss der vier Prager Städte 1784 wurde das Neustädter Rathaus als Gerichtsgebäude und Gefängnis genutzt. Über die Rittergasse gehen wir zurück in die Altstadt. Im Ständetheater wurde die Oper Don Giovanni von Mozart uraufgeführt. Gleich um die Ecke steht die Kalluskirche. Die Mitte des 14. Jahrhunderts erbaute Kirche war eine der vier Hauptkirchen Prags. Hier wirkte auch der heilige Johannes von Nepomuk. Mit dem Bau des Altstädter Rathauses wurde 1338 begonnen. Der 70 Meter hohe Turm wurde 1364 fertiggestellt. Das Rathaus setzt sich aus mehreren Gebäuden zusammen. Das älteste ist das Haus am Turm vom Ende des 13. Jahrhunderts. Das bedeutendste Detail ist die astronomische Uhr aus dem Jahr 1410. Durch das gotische Portal gelangt man in die Eingangshalle. Die Ausmalung entstand allerdings erst im 19. Jahrhundert. Zentraler Raum war bis zu seiner Zerstörung 1945 der Gemeindesaal. Eine Treppe führt hinauf zur Kapelle der Jungfrau Maria, deren heutige Ausstattung weitgehend aus dem 19. Jahrhundert stammt. Wertvollster Innenraum ist der alte Ratssaal im zweiten Stock des Nachbargebäudes. An den Wänden hängen Stadtwappen aus verschiedenen Epochen. Diese Intarsientür aus dem Jahr 1619 im zweiten Stock führt zu den Sitzungssälen.
Ein Gemälde im Vorsaal zeigt Kaiser Karl IV. Bei der Gründung der Universität im Jahr 1348. Der große Sitzungssaal, der über zwei Etagen geht, ist mit zwei Monumentalgemälden geschmückt. Das eine zeigt die Verurteilung von Jan Hus auf dem Konzil von Konstanz, das andere die Wahl von Georg von Podiebrad zum böhmischen König 1458. Ihm ist der nächste Saal gewidmet, der im vierten Gebäude liegt. Westlich vom Rathaus steht das Haus zur Minute aus dem Jahr 1564. Die Graffiti zeigen biblische Szenen. Gleich um die Ecke der kleine Platz oder kleiner Ring. Ein paar Schritte weiter stößt man auf die Rückseite des neuen Rathauses. Nicht zu verwechseln mit dem Neustädter Rathaus. Die Fassade ist nach Westen zum Marienplatz hin ausgerichtet. Gegenüber eine Allegorie der Moldau, die zum Palais Klamkalas gehört. Gegenüber die 1928 fertiggestellte Residenz des Oberbürgermeisters. Auf der Ostseite beginnt das Clementinum, einer der größten Gebäudekomplexe Europas. Es wurde seit dem 16. Jahrhundert errichtet, war ursprünglich ein Jesuitenkolleg und Teil der Universität. Auf dem astronomischen Turm werden seit 1775 meteorologische Messungen durchgeführt. In einer nach Süden führenden Gasse steht die Ägidiuskirche. Ein Stück weiter südlich kommt man zur Bethlehemskapelle. Es ist allerdings eine in den 50er Jahren entstandene Replik einer bereits 1786 zerstörten Predigtkapelle, die Wirkungsstätte von Jan Hus war. Von hier ist es nicht mehr weit zum Moldauufer mit dem Park des Nationalen Erwachens und dem Krannerbrunnen aus dem Jahr 1850. Kurz vor der Karlsbrücke fällt der Altstädter Wasserturm ins Auge. Dahinter kommt man zur Salvatorkirche, die Teil des Clementinums ist. Gegenüber der barocke Neubau der Kreuzherrenkirche, die auf eine Stiftung der heiligen Agnes aus dem Jahr 1252 zurückgeht. Vor der Kirche das neugotische Denkmal von Kaiser Karl IV., der Peter Parler 1370 mit dem Bau der nach ihm benannten Brücke beauftragte. Er blickt auf den ebenfalls von Parler konstruierten Altstädter Brückenturm.